Wenn ich mit der Esme auf dem Feld stehe, dann versuche ich auch so ein bisschen ihren Vibe zu spüren und ja, merke, ob sie vielleicht noch etwas braucht von mir oder umgekehrt. Eigentlich bevor die Action wirklich anfängt, ist man so ein nervös, aber ein gutes nervös. Und dann, sobald wie der erste Pfiff kommt, dann flacht es etwas ab. Und dann weiss man wieder, ah, das ist das, was ich mache. Und das ist unser Plan. Und dann fängt es wieder an. Und dann ist es dann gut. Und dann ist die Sicherheit um. Ja, also im Team, zusammen mit der Esme, ist wichtig, dass wir beide sehr offen bleiben und offen und ehrlich austauschen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns beide immer wieder aneinander versuchen anzupassen, aber trotzdem so sich selber zu bleiben und wirklich auch können, klar und offen kommunizieren. Es braucht sehr viel Willen, um sich zu entwickeln, von einem Kind, das Freude an dieser Sportart bis zur professionellen Athletin. Es gibt sehr viele Leute auf diesem Weg und man muss versuchen, von all denen das Wichtigste oder das, was man für einen braucht, aufzusuchen und mitzunehmen. Und ich glaube, es braucht wie seine Zeit, dass man sich entwickelt und dem wie auch vertraut, dass man so seine eigene Entwicklungsgeschwindigkeit hat und nicht zu viel links und rechts schaut. Und ich glaube, einfach die Liebe für den Sport muss enorm groß sein.